Der Schlüssel passt. Bleibt zu hoffen, dass der Mast nicht fällt, wenn ich den Seilverbinder abmontiere. Wer sagt's denn? Seilverbinder geht, Mast steht. Glück muss Frau haben. Mal sehen. So schwer kann das ja nicht sein. Das sollte halten. Eine starke, innige Verbindung. Sieht wieder halbwegs stabil aus. Ich sollte trotzdem sehr vorsichtig sein. Güte, wer hat denn dieses Chaos angerichtet? Hallo? Professor Hartmann? Komisch, keiner da. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Ich sollte mich mal ein wenig umschauen. Ein vierbeiniges Stativ. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Hier liegt ein Bewegungssensor. Die Feuerstelle habe ich kalt erwischt. Kalte Asche und Steine. Ein vierbeiniges Stativ. Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad. Ich sollte das... Die Hütte dürfte auf dem hiesigen Immobilienmarkt keinen Interessenten mehr finden. Betreten ist hier nicht verboten, sondern einfach unmöglich. Als ob ein Tornado durch die Hütte gefegt wäre. Ein umgekippter Metallspind scheint das einzige zu sein, was nicht zerbrochen oder zerquetscht worden ist. Ich passe. Da passen noch nicht mal meine zarten Fingerchen durch. Trockene Holzscheite. Brennen sicher ganz prima. Komm mal rüber. Die Bodendielen sehen ziemlich morsch aus. Soll ich mir etwa einen Holzsplitter einziehen? Oh. Möchte ich wirklich wissen, was diesen massiven Metallspind umgeworfen hat? Ein Rohr. Mehr wirst du von mir darüber nicht hören. Fühlt sich irgendwie verschlossen an. Möchte ich wirklich wissen. Yep. Damit kriege ich den Metallspind sicher nicht auf. Da bräuchte ich schon eher sowas wie einen überdimensionierten Dosenöffner. Oder einfach den passenden Schlüssel. Jo, gut. Damit kriege ich... Damit kriege ich... So. Nur noch einen Stein. Ein sonniges Plätzchen. Der Felsen wurde durch die Sonneneinstrahlung ordentlich aufgeheizt. Mit dieser Winde wird die am Seil hängende Frachtkiste bewegt. Die Kurbel fehlt. Ich sollte mal ein Feuerchen machen. Das hält mich nachts schön warm und die Tiere fern. Kann ich
Was so anzünden? Das nicht. Dann machen wir es uns mal ein bisschen kuschelig. Ey. Ja, gut. Bevor ich ziellos durch den Dschungel irre. Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad. Auf dem Sensor steht... Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Auf dem Sensor steht... Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Kann ich jetzt auch einmal. Der Schraubenschlüssel lässt sich ins Rohr stecken. Gesetze sind dein Freund. Ich bin so aufgeregt, da ist bestimmt was ganz Tolles drin. Dann gehe ich mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Plündern. So, nur noch Obst und Gemüse drin. Das Grünzeug lasse ich aber lieber hier. Dem Aufkleber zufolge ist das der Laptop von Professor Hartmann. Leider ist der Akku leer. Ich check mal den Verbandskasten. Oh, pass mal. Wie sind so noch nicht denn? Lass mal hier schieben. Diesen Brief hat der Professor zum Hochzeitstag von seiner Frau bekommen. Nur langweiliges Gesülze. Das mobile Solarladegerät muss vor Inbetriebnahme erst zusammengebaut werden. Der Regler ist ein guter Ausgangspunkt. Ich lasse ihn besser so liegen. Thank you.
habe eine Vermutung. So, das glaube ich nicht. So, den, das glaube ich. Ja, nein. Nicht. Warte, dann. Und das da hin. Und das da hin. Und da hin. Dafür, dass ich Puzzles nicht mag, habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Hingekriegt, sehr gut. So. Ich schließe das Solarladegerät an den Laptop an. Im Moment habe ich keinen Hunger. Ein Sensor mit einem Wirk. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75. Dieser Sensor hat einen. Dieser Sensor. Ein Schlafsack. Kuschelig warm und gleichzeitig auch der Kosename für meinen letzten Freund. Ich nehme an, der Sensor gehört auch. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Ich weiß das nicht, ich frage es einfach nur. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Mullbinden. Fehlt nur noch jemand zum Einwickeln. So, das Solarladegerät hängt jetzt am Laptop. Fehlt nur noch etwas Sonnenschein. Ich packe den Laptop und das Solarladegerät hier in die Sonne. Der perfekte Platz. Der perfekte Platz. Der Laptop ist durch einen Code geschützt. Okay. Wann haben Sie geheiratet? Der perfekte Platz. Und
Ohne Internet keine Vorhersage. Und wie das Wetter aktuell ist, sehe ich auch ohne Laptop. Ab und an muss auch der ambitionierteste Wissenschaftler mal abschalten können. Bin gespannt, auf welche Musik der Professor so steht. Die Karte des Lagers. Hey. Ja, okay. Doch, hab ich keinen Plan. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Ah. Ah, okay, das ist Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Einfach nur schon. Ja, das stimmt. Keine Mails gespeichert und um welche zu senden oder zu empfangen, bräuchte ich eine Internetverbindung. Scheint eine Art Tagebuch zu sein. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, das zu lesen. Das lesen wir. Darf es gerne tun. Klingt vielversprechend. Viren, die für Evolutionssprünge verantwortlich sind. Die Story wäre eine absolute Sensation. Ob an diesen Spukgeschichten was dran ist? Scheiße, womöglich sind die noch in der Nähe. Ich sollte ab jetzt verdammt vorsichtig sein. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich den Professor finde. Fehlt nur noch ein Hinweis darauf, wo genau diese christliche Mission ist. Die Karte des Lagers. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Ah, das da im Westen muss die Mission sein, von der Hartmann in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Genau. Oh. Die Karte des Lagers. Es macht keinen Sinn, jetzt noch zur Mission aufzubrechen. Nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich mich nicht unbedingt allein im Dschungel rumtreiben. Ich verbringe die Nacht hier im Lager. Die Verfolgung der Wissenschaftler muss bis morgen warten. Ich mag keine nächtlichen Überraschungsbesuche. Also werde ich die Bewegungssensoren wieder aufstellen und ein schönes, großes Feuer machen, das die wilden Tiere fernhält. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad. Karte des Lagers. Ich habe eine Idee.